Auch wenn wir heute unendlich mobil sind und fast jederzeit mit fast jedem Menschen auf diesem Planeten in Kontakt treten können, der Mensch der Steinzeit steht uns näher, als wir glauben. Denn eines hat sich seit 10.000 Jahren nicht im geringsten verändert. Unser Stoffwechsel und unsere Muskeln. Sie sind immer noch für körperliche Hochleistung ausgelegt und nicht dafür gemacht, den ganzen Tag fast ohne Bewegung zuzubringen. Die Folgen? Bluthochdruck, Depressionen oder Diabetes, Fettsucht oder Krebs. Viele dieser Volksleiden entstehen vor allem deshalb, weil wir uns nicht genug bewegen. Welche Rolle spielen unsere Muskeln für unsere Gesundheit? Wie wirkt sich körperliche Anstrengung auf unsere Organe aus? Erste Antworten auf diese Fragen suchen wir im Medizinhistorischen Museum der Universitätsklinik der Berliner Charité. Detlef Ganten geht gerne in diese Sammlung voller merkwürdiger Exponate. Also, das ist jetzt die Fettleber. Der Arzt, Pharmakologe und ehemalige Chef der Charité hat Generationen von Medizinstudenten durch diese Hallen geführt. Das ist gewissermaßen das Bösartigste in der Vitrine, ein richtig ulzerierendes Mammakarzinom. Sein Interesse gilt der evolutionären Medizin. Detlef Ganten will wissen, wieso viele Krankheiten nur in unseren sogenannten entwickelten Gesellschaften auftauchen. Die Naturvölker mussten ihre Nahrung erjagen, erlaufen, erarbeiten. Die waren beständig in Bewegung, von morgens bis abends. Und wir haben uns seit der Steinzeit in unserer Biologie nicht verändert. Die Art, wie wir leben heute in der Zivilisation, diese Kluft, die bewirkt, dass wir die sogenannten Zivilisationskrankheiten haben. Wir bewegen uns nicht mehr, wir verbrauchen keine Energie mehr, jedenfalls viel zu wenig. Wir sind übergewichtig, bekommen Diabetes, bekommen hohen Blutdruck, Hirnschlag, Nierenversagen, Herzversagen, Herzinfarkt. Das sind die Zivilisationskrankheiten und die könnten wir vermeiden. Wir leben also im Ungleichgewicht mit unseren evolutionären Bedürfnissen. Nun weiß auch Detlef Ganten, dass wir nicht wieder zurück in die Steinzeit können. Ihm geht es um einen gesunden Lebensstil in unserer Wohlstandsgesellschaft. Massenstudien haben bewiesen, normalgewichtige Nichtraucher können ihr Risiko an Zivilisationskrankheiten zu leiden um enorme 78% senken. Die Voraussetzung: mindestens 3,5 Stunden körperliche Anstrengung pro Woche. Dazu viel Obst und Getreide, aber wenig Fleisch essen. Doch wer lebt schon so gesund? Und was hat das mit unseren Muskeln zu tun? Anschauungsunterricht zur Funktionsweise dieser leistungsstarken Kraftpakete bekommen Medizinstudenten im Sektionssaal der Charité. Die Konsistenz ist hier natürlich auch abhängig von der Leichenstarre. Ne? Unser Patient ist jetzt schon vor mehreren Tagen verstorben, sodass sich die Leichenstarre schon gelöst hat. Wenn Sie hier drauf blicken, sehen Sie sehr schön hier den Faserverlauf dieses Muskels. Skelettmuskeln sind konstruiert wie mächtige Drahtkabel. In jedem Strang steckt ein weiterer Strang. Erst viele Muskelfasern zusammen ergeben den eigentlichen Muskel, der über Sehnen mit den Knochen verbunden ist. Senden die Nervenenden das Signal zur Kontraktion, greifen in den innersten Strängen, den sogenannten Sarkomeren, Gitterfäden ineinander und verhaken sich. Der Muskel zieht sich zusammen. Die Energie dazu kommt aus Nährstoffen im Blut und aus den Fettreserven des Körpers. Das ist die klassische Funktionsweise der Muskeln. Sie ist seit langem bekannt. Doch Muskeln können noch mehr. Wissenschaftler haben entdeckt, dass die Skelettmuskeln bei körperlicher Aktivität eine Vielzahl von Botenstoffen aussenden, die einen ungeahnten Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Jetzt ist man diesem Mechanismus auf der Spur. Wir wollen uns das Zentrum der Erforschung dieser geheimnisvollen Botenstoffe ansehen. Es liegt in Dänemark.
In Kopenhagen wird möglicherweise gerade Medizingeschichte geschrieben. Denn hier hat die Medizinerin Bente Pedersen einen Teil der Sprache der rätselhaften Botenstoffe der Muskeln entschlüsselt. Bente Pedersen ist überzeugt, der Skelettmuskel ist nicht nur für unsere Bewegung zuständig. Für sie ist er das wichtigste Stoffwechselorgan des Menschen. Die Botenstoffe, die der Skelettmuskel aussendet, regulieren auch die Fettverbrennung im Körper. Bente Pedersen hat ihnen den Namen Myokine gegeben. Die ehemalige Notfallmedizinerin leitet heute das größte Zentrum Dänemarks für Entzündungs- und Stoffwechselkrankheiten. Am Anfang jeder Untersuchung liefert ein unbestechlicher Scanner genaue Angaben über die Verteilung von Knochen, Muskeln und Fettmasse. Sie sind nicht nur übergewichtig, sondern fettleibig. Dabei ist es nicht einmal das Problem, hier und dort ein paar Fettpölsterchen zu haben. Aber dieses Bauchfett hier steigert ihr Risiko, am Herzen, an Diabetes, Krebs und sogar Depressionen und Demenz zu erkranken. Aber das sind doch völlig unterschiedliche Krankheitsbilder. Was haben die denn gemeinsam? Wenn man seine Muskeln nicht trainiert, dann produziert man auch nicht genügend Myokine. Beim Muskeltraining kommen Myokine aus dem Muskel und beeinflussen alle anderen Organe. Sie gehen zum Fett und verbrennen genau das Fett, das an den falschen Stellen sitzt. Sie beeinflussen die Gefäße und auch die Leber und halten sie gesund. Myokine beeinflussen sogar das Gehirn und schützen vor Demenz. Erst von rund einem Dutzend Myokine ist die Wirkungsweise bekannt. Sie sind Signalstoffe des Muskels und aktivieren die Fettverbrennung. So gibt es hormonähnliche Myokine. Sie regen die Leber zum Abbau der Glukosedepots an und helfen damit der Bauchspeicheldrüse. Auch die Neubildung von Blutgefäßen und Muskelzellen wird durch bestimmte Myokine gefördert. Und viele haben entzündungshemmende Eigenschaften, die Herz- und Kreislauferkrankungen vorbeugen. Fast 400 verschiedene Substanzen produziert der Muskel. Sie sind Teil eines komplizierten Mechanismus, der tief in die Stoffwechselprozesse des Körpers eingreift. Der Großteil ist jedoch noch unerforscht. Wir wissen, Sport ist gesund. Wir wissen auch, dass der Mangel an Bewegung die zweithäufigste Todesursache in Europa ist und die Lebenserwartung im Schnitt um 5 Jahre verringert. Wir wissen aber wenig darüber, was genau im Körper passiert. Diese Wissenslücke wollen die dänischen Wissenschaftler nun schließen. Ständig suchen sie nach neuen Forschungsansätzen. So verordneten sie gesunden, jungen, sportlich aktiven Männern die ungesunden Lebensgewohnheiten des Durchschnittsdänen. Auf keinen Fall mehr als 1500 Schritte pro Tag gehen. Nach 14 Tagen werden die Schrittzähler und Beschleunigungsmesser, die Tag und Nacht jede Bewegung der Probanden kontrollierten, ausgewertet. Ein Belastungstest soll die Auswirkungen der geringen körperlichen Aktivität feststellen. Schließlich sind 1500 Schritte umgerechnet nur 1200 Meter. Gesunde Menschen sind normalerweise jeden Tag aktiv. Wir wollten aber sehen, was passiert, wenn junge, gesunde Menschen faul werden und sich wie chronisch Kranke bewegen. Wie etwa Menschen, die kurz vor einer Diabetes- oder Herzerkrankung stehen. Typischerweise wird die Bewegungsreduzierung ihre Befindlichkeit verändern. Sie werden ein bisschen depressiv. Wir suchen nach den Mechanismen, warum Inaktivität Krankheiten auslöst. Die Auswirkungen des zweiwöchigen Faulseins auf die jungen Männer sind frappierend. Unter Belastung sank ihre Ausdauerleistung schon nach 2 Wochen um über 7%. Und das Körpergewicht reduzierte sich um 1,2 Kilogramm. Was sich positiv anhören mag, ist allerdings in Wirklichkeit ein dramatischer Verlust an Muskelmasse. Tests mit Zucker- und fetthaltigen Lösungen zeigen, dass der Organismus der trägen Probanden Zucker und Fett wesentlich schlechter abbauen kann als zuvor. Die Blutfett- und Blutzuckerwerte sind deutlich gestiegen. Der Körper entwickelt eine Insulinresistenz, das heißt, er benötigt wesentlich höhere Dosen Insulin, um den Blutzuckerspiegel normal zu halten. Mit anderen Worten,
Wir können jederzeit eine Vorstufe von Typ 2 Diabetes entwickeln. Durch Nichtstun. Die Schnittbilder aus dem Körperscanner zeigen, dass der Fettgehalt in nur 2 Wochen um 7% gestiegen ist, vor allem im Bauchraum. Und dieses Fett ist besonders gefährlich, denn es steht im Verdacht, Auslöser vieler Krankheiten zu sein. Oh, hi Jakob, come in. I'll show you something here. So, what we see here is a tiny... Was wir hier sehen, ist ein wenig Fett im Bauchraum. Fett an der falschen Stelle. Sehr wenig. Nun, nach 14 Tagen der Inaktivität, sehen wir viel mehr Fett im Bauchraum. Kannst du das sehen? Wenig Fett, als du noch 10.000 Schritte pro Tag gelaufen bist und viel mehr nach nur 14 Tagen Inaktivität. Das ist für dich gefährlich. Es wird Zeit für dich wieder zu trainieren, damit dieses Fett schnell verschwindet. Die gute Nachricht ist, wir können unsere körpereigene Gesundheitsfabrik jederzeit in Gang setzen. Treppen steigen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, spazieren gehen. Denn nicht auf sportliche Höchstleistungen und Muskelpakete kommt es an, sondern darauf, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Die Evolution ist eigentlich auf Optimierung angelegt. Warum bekommen wir dann heute überhaupt noch Krankheiten wie Diabetes? Die Antwort liegt wiederum in unserer evolutionären Vergangenheit. Unsere Muskeln verwerten nur Zucker aus dem Blut, wenn sie aktiv sind, wenn also Energie verbrannt wird. Nur dann sind sie empfänglich für das Hormon Insulin, das für die Verwertung von Zucker notwendig ist. Bei Inaktivität laufen wir im Energiesparmodus. Statt Zucker abzubauen, werden Fettreserven angelegt. Sinnvoll für Steinzeitmenschen, die nie wussten, wann die nächste Jagdbeute erlegt wird. Heute steht jedoch Nahrung im Überfluss zur Verfügung und wir bewegen uns kaum noch. Durch das Überangebot an Nährstoffen lagert der Körper Fett ein. Und weil durch unseren Bewegungsmangel der Blutzuckerspiegel ständig zu hoch liegt, überschwemmt die Bauchspeicheldrüse den Organismus Tag und Nacht mit Insulin. Unsere Körperzellen reagieren schließlich nicht mehr auf Insulin, sie werden resistent. Die allzu häufige Diagnose Typ 2 Diabetes. Das in Jahrmillionen sinnvoll austarierte System bricht bei unserer modernen Lebensweise binnen kürzester Zeit zusammen. Und auch Krebs gilt mittlerweile als Zivilisationskrankheit, die bei Naturvölkern viel seltener auftritt. Während in den reichen Industrienationen jede 10. Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkrankt, ist Brustkrebs bei Naturvölkern fast unbekannt. Woran liegt das? Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Brustkrebsrisiko der Frau und dem Geschlechtshormon Östrogen. In Zeiten des Hungers oder starker körperlicher Anstrengung produziert eine Frau weniger Geschlechtshormone. Ihr Eisprung bleibt aus. Die Evolution sorgt damit für eine natürliche Geburtenkontrolle. In Notzeiten sollen weniger Kinder geboren werden. Mit ca. 150 Menstruationszyklen im Leben haben junge Frauen der Naturvölker ohnehin eine viel geringere Östrogenbelastung als Durchschnittsfrauen aus Industrieländern. Sie werden später geschlechtsreif als zum Beispiel deutsche Frauen, haben viele Kinder und stillen diese auch viel länger. Damit sinkt ihr Brustkrebsrisiko erheblich. Bei uns werden Mädchen immer früher geschlechtsreif und menstruieren bis zur Menopause etwa 450 Mal, dreimal so häufig wie bei Naturvölkern. Doch je öfter eine Frau menstruiert, desto häufiger und länger zirkuliert das Geschlechtshormon Östrogen in ihrem Blut. Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, steigt. Auch eine starke Muskelbeanspruchung kann den Hormonhaushalt durcheinanderbringen. Leistungssportlerinnen haben oft so wenig Fettreserven, dass ihr Körper auf die evolutionären Schutzmechanismen der Steinzeit zurückgreift. Denn sinkt das Verhältnis von Körperfett zu Muskelmasse unter einen kritischen Wert, bleibt auch bei ihnen die Regelblutung bisweilen aus. Doch die Evolution hat aus unseren Muskeln nicht umsonst das größte Stoffwechselorgan des Körpers gemacht. Schon regelmäßige Bewegung hat einen positiven Effekt auf den weiblichen Körper. Das Brustkrebsrisiko sinkt bei sportlichen Frauen um bis zu 30%. Das Erbe des Lebens auf dieser Welt steckt noch in unserem Erbgut, in unseren Genen. Und so fragen wir gewissermaßen die Evolution, was lernen wir daraus? Und daraus lernen wir viel. Daraus lernen wir zum Beispiel, dass wir entstanden sind als Läufer,
dass ohne einen guten Bewegungsapparat, der aus Muskeln und Knochen besteht, wir überhaupt nicht lebensfähig wären. Und insofern steckt die Steinzeit uns in den Knochen. Unser Körper ist noch nicht an unsere moderne Lebensweise angepasst. Und Bewegung ist ein wahres Wundermittel gegen körperliche Erkrankungen. Doch selbst auf unser Gehirn scheinen die Botenstoffe der Muskeln Einfluss zu nehmen. Die Deutsche Sporthochschule in Köln. Hier erforschen Wissenschaftler die Auswirkungen körperlicher Aktivität auf das Gehirn und fokussieren damit die Sportmedizin neu. Forscher wie Helge Knigge beginnen die genauen Mechanismen allerdings gerade erst zu verstehen. Testpersonen wie Uwe Odenthal helfen ihm dabei. Odenthal gehört zu den klassischen Durchschnittstypen. Anfang 40, viel sitzende Tätigkeiten, leicht übergewichtig und völlig unsportlich. Sonst ist er gesund. Helge Knigge hat seiner Testperson ein ehrgeiziges Trainingsziel gesetzt. In 188 Tagen soll Uwe Odenthal fit für den Kölner Halbmarathon sein. Dreimal pro Woche muss er dafür schwitzen. Im Bereich Gesundheit galt das Gehirn lange Zeit als ein Gewebe, was durch körperliche Aktivität kaum beeinflusst worden ist. Man war sich aber eigentlich immer klar, dass diejenigen, die körperlich aktiv sind, andere Befindlichkeiten hatten, die sich wohler fühlten und dass es da möglicherweise eine Verbindung gibt. Und die Untersuchungen werden diesbezüglich immer eindeutiger, sodass wir uns gedacht haben, es wäre intelligent, mal nachzufragen, wie sich Training auswirkt auf kognitive Funktionen und auf Wohlbefinden. Helge Knigge und seine Kollegen suchen nach einem geheimnisvollen Stoff im Blut und Gehirn ihrer Probanden, dem Brain-Derived Neurotrophic Factor, dem sogenannten BDNF. Sind unsere Muskeln aktiv, wird im Gehirn aber auch in den Muskeln BDNF gebildet. Die erst teilweise erforschte Substanz hat verschiedene Funktionen. Sie regt den Aufbau neuer Nervenzellen und Synapsenverbindungen im Gehirn an. Sie ist also ein regelrechter Dünger für das Gehirn. Ohne BDNF würde das Gehirn verkümmern. Menschen mit Depressionen und Alzheimer haben einen geringeren BDNF-Gehalt im Blut. Die Ärzte beginnen auf diese neuen Erkenntnisse zu reagieren. Rund ein Viertel der englischen Mediziner stellt depressiven Patienten bereits Sportrezepte aus. Und laut neuesten amerikanischen Forschungen senkt schon dreimal die Woche 15 Minuten Spazierengehen das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, um 30-40%. Können wir uns also tatsächlich schlau und glücklich trainieren? Wir wollen also schauen, ob körperliche Aktivität im Sinne einer Hochregulation der Ausdauerleistungsfähigkeit positive Effekte auf Wohlbefinden und kognitive Funktion hat. Zum Beispiel Merkfähigkeit, zum Beispiel Originalität des Gedankens, möglicherweise auch strategisches Vermögen und derlei. Also eigentlich Kapazitäten, von denen wir bisher immer nur gedacht haben, man kann sie durch Gedächtnistraining zum Beispiel verbessern. Wir sind aber der Meinung, dass das rein körperliche Training mitunter diese Kapazitäten stark verbessern kann. Und das hätte natürlich große Auswirkungen auf therapeutische Wege zum Beispiel. Die Sportwissenschaftler aus Köln kooperieren mit Neurowissenschaftlern der Universität Bonn, um genau diesen Zusammenhang aufzuklären. Denn schon mehrere Studien haben bewiesen, dass regelmäßiger Ausdauersport zu besseren Lernleistungen führt. Henning Bökers Spezialgebiet ist der Blick ins lebende Gehirn. Er untersucht, ob es tief im Gehirn von Uwe Odenthal Veränderungen durch Sport gegeben hat. Hinterlässt der durch Sport vermehrte Ausstoß von BDNF seine Spuren? Kann ein Couch-Potato wie Uwe Odenthal nun die Merkfähigkeitstests besser bewältigen als vor der Studie, weil er mittlerweile fit für einen Halbmarathon ist? Wir haben gezielt auch Lernen untersucht. Wir haben eine assoziative Lernaufgabe durchgeführt. Wir können dann mit der Bildgebung die Hirnaktivität in der Region, wo wir auch wissen, dass dieser Brain-Derived Neurotrophic Factor ausgeschüttet wird, nämlich im Hippocampus, untersuchen. Und wir hoffen jetzt, Unterschiede zwischen diesen beiden Zuständen, also als nicht sportlich aktiver versus sportlich aktiver Proband, darstellen zu können. Erste Ergebnisse zeigen, je trainierter die Probanden sind, desto besser schneiden sie bei den Tests ab. Noch sind die Studien nicht abgeschlossen. Doch schon heute sind die Vorteile von Ausdauersport offensichtlich. Wenn Sie längere Zeit
Risikofaktoren haben wie Bluthochdruck, Diabetes und andere Risikofaktoren, die sind nicht nur schlecht für ihr Herz und für ihre Gefäße, die sind auch schlecht für ihr Gehirn. Und die beeinflussen ihre Gehirnfunktionen über die Zeit negativ. Wenn Sie jetzt anfangen, Sport zu treiben, dann verbessern Sie diese Risikofaktoren und haben einmal über diese Verbesserung der Risikofaktoren weniger Schädigung für Ihr Gehirn. Gleichzeitig produzieren Sie über diese neurotrophen Faktoren neues Hirnwachstum und eine vergrößerte Konnektivität in bestimmten Arealen, die sehr wichtig sind für kognitive Prozesse. Und dadurch profitieren Sie letztlich über zwei Wege. Wir haben die Größe nochmal angepasst. Ne? Immer mehr Wissenschaftler gelangen zu der Erkenntnis, wir wären schlau, gesund und glücklich, wenn wir uns nur genug bewegten. Doch die meisten Menschen machen eben genau das nicht. In Deutschland ist über die Hälfte der Bevölkerung übergewichtig. Und zwei Drittel verbringen ihre Freizeit am liebsten auf dem Sofa. Gibt es Möglichkeiten, die Natur auszutricksen? Müssen wir wirklich schwitzen, um die heilende Kraft unserer Muskeln zu aktivieren? Können wir das lästige Training nicht durch die Tricks der modernen Pharmakologie umgehen? Und uns mit Hilfe einer Pille unseren Wunschkörper designen? Amerikanische Wissenschaftler sind diesen Fragen auf der Spur. Wir besuchen den Herzspezialisten Kenneth Walsh an der Boston University School of Medicine. Er hat eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Walsh und sein Team haben Labormäusen einen Genschalter eingebaut, mit dem sie das Gen, das das Muskelwachstum der Tiere steuert, aktivieren können. Dann fütterten sie die Mäuse mit einer extrem fett- und zuckerhaltigen Tiernahrung, eine Art Mäuse-Happy Meal. Die Tiere wurden erwartungsgemäß fettleibig, entwickelten nach 8 Wochen Diabetes und hatten sehr schlechte Blutfettwerte. Durch die Aktivierung des manipulierten Muskelgens wird das Wachstum von Muskelfasern angeregt, die sich normalerweise vor allem durch Krafttraining aufbauen. Nun wachsen den Mäusen Muskeln wie von alleine. Als wir das Gen in den Muskeln dieser fettleibigen Mäuse anschalteten, wuchsen ihre Muskeln und die Tiere wurden stärker. Gleichzeitig verloren sie ihr Fett. Wir haben ausgerechnet, dass sie für jedes Gramm Muskelwachstum ungefähr 5 Gramm Fett verloren haben. Sie reagierten plötzlich wieder auf Insulin und auch ihre Fettleber wurde wieder normal. Unsere Messungen im Labor bestätigten, dass die Tiere im Grunde metabolisch wieder normal sind. Das Entscheidende, die Tiere wurden gesund, obwohl sie weiter fett- und zuckerhaltig ernährt wurden und sich nicht mehr bewegten. Selbst der natürliche Alterungsprozess der Mäuse verlangsamte sich. Also Muskelmasse um jeden Preis? Pharmafirmen haben großes Interesse an den Forschungen von Kenneth Walsh und auch Sportler interessieren sich für die wundersame Vermehrung von Muskelmasse. Müssen wir jetzt, was Doping angeht, umdenken? Doping ist gut für dich? Es ist nicht so einfach, wie Medizin ins Trinkwasser zu geben. Wir hatten diese Mäuse schließlich genetisch manipuliert. Um das bei einem Menschen zu schaffen, müsste dieser auch genetisch verändert werden. Und das können wir heute einfach noch nicht. Und ehrlich gesagt, das wäre auch keine gute Idee. Das wäre ja so etwas wie Gendoping. Und das macht heute noch niemand. Von Boston nach Kopenhagen. Auch am Reichshospital bleibt die Myokin-Expertin Bente Pedersen skeptisch, ob etwa eine Sportpille der Weisheit letzter Schluss ist. Sie glaubt nicht an den Erfolg ohne Mühe. Doch die Forscherin ist optimistisch, was die Myokin-Forschung für neue Therapien bedeuten könnte. Die magische Sportpille wäre für viele Leute natürlich sehr verlockend. Aber sie wird nie so gut sein wie tägliches Training. Jedes Mal, wenn wir unsere Muskeln belasten, schalten wir mehrere tausend Gene an. Nicht auf einmal, sondern wie bei einem Orchester wird ein Gen durch ein anderes aktiviert. Das ist sehr ausgeklügelt. Es wird immer besser sein, zu trainieren, als zu versuchen, pharmakologisch die Effekte des Trainings nachzuahmen. Und trotzdem bin ich absolut davon überzeugt, dass wir durch das Studium der positiven Effekte, die dem Sport zugrunde liegen und die uns vor Krankheiten schützen, auch Medizin entwickeln werden, um den Menschen zu helfen, die selbst keinen Sport treiben können oder durch Inaktivität schon krank geworden sind.
Wer gesund bleiben will, kommt um Bewegung also nicht herum. Schon unsere Gene wollen, dass wir uns bewegen. Wie wir das tun, ist den Muskeln letztlich egal. Aber wenn wir die hormonelle Funktion des Muskels nicht anregen, kommt es zu dramatischen Fehlfunktionen anderer Organe und schließlich zum Systemversagen. Müssen wir deshalb nun alle zu Sportlern werden? Man muss keinen Sport treiben, sondern Bewegungen ins alltägliche Leben integrieren. Wissen Sie, was dies ist? Es ist ein Schrittzähler. Schon normales Gehen wird Sie vor vielen Krankheiten beschützen. Ich rate Ihnen zu 10.000 Schritten am Tag. Dies wird Ihr Risiko, an all diesen Krankheiten zu leiden, wirklich senken. Werde ich dadurch schlank? Sie werden vielleicht nicht schlank, dafür gesund. Sie werden gesunde Muskeln haben. Sie sind vielleicht ein wenig fett, aber wenn Sie fit und fett sind, dann ist das viel besser als dünn und faul. Wir können die Evolution nicht einfach umgehen. Dazu ist das System Muskel, das sich in Jahrmillionen herausgebildet hat, viel zu komplex. Aber wir können das tun, wozu wir überhaupt Muskeln entwickelt haben: uns bewegen. Am besten durch eine Kombination von Ausdauer und Krafttraining, so wie bei unseren steinzeitlichen Vorfahren, den Jägern und Sammlern. Denn körperliche Aktivität ist nicht nur gesund, sondern langfristig sogar überlebenswichtig. Lieber trainiert mit ein paar Kilo Übergewicht als schlank und faul. Die Entscheidung liegt bei uns. Die Evolution hat uns nicht umsonst mit einem leistungsfähigen Gehirn ausgestattet. Weitere Informationen finden Sie unter www.dreisat.de/hightech. Auch wenn wir heute unendlich mobil sind und fast jederzeit mit fast jedem Menschen auf diesem Planeten in Kontakt treten können, der Mensch der Steinzeit steht uns näher, als wir glauben. Denn eines hat sich seit 10.000 Jahren nicht im geringsten verändert: unser Stoffwechsel und unsere Muskeln. Sie sind immer noch für körperliche Hochleistung ausgelegt und nicht dafür gemacht, den ganzen Tag fast ohne Bewegung zuzubringen. Die Folgen? Bluthochdruck, Depressionen oder Diabetes, Fettsucht oder Krebs. Viele dieser Volksleiden entstehen vor allem deshalb, weil wir uns nicht genug bewegen. Welche Rolle spielen unsere Muskeln für unsere Gesundheit? Wie wirkt sich körperliche Anstrengung auf unsere Organe aus? Erste Antworten auf diese Fragen suchen wir im Medizinhistorischen Museum der Universitätsklinik der Berliner Charité. Detlef Ganten geht gerne in diese Sammlung voller merkwürdiger Exponate. Also, das ist jetzt die Fettleber. Der Arzt, Pharmakologe und ehemalige Chef der Charité hat Generationen von Medizinstudenten durch diese Hallen geführt. Das ist gewissermaßen das Bösartigste in der Vitrine, ein richtig ulzerierendes Mammakarzinom. Sein Interesse gilt der evolutionären Medizin. Detlef Ganten will wissen, wieso viele Krankheiten nur in unseren sogenannten entwickelten Gesellschaften auftauchen. Die Naturvölker mussten ihre Nahrung erjagen, erlaufen, erarbeiten. Die waren beständig in Bewegung, von morgens bis abends. Und wir haben uns seit der Steinzeit in unserer Biologie nicht verändert. Die Art, wie wir leben heute in der Zivilisation, diese Kluft, die bewirkt, dass wir die sogenannten Zivilisationskrankheiten haben. Wir bewegen uns nicht mehr, wir verbrauchen keine Energie mehr, jedenfalls viel zu wenig. Wir sind übergewichtig, bekommen Diabetes, bekommen hohen Blutdruck, Hirnschlag, Nierenversagen, Herzversagen, Herzinfarkt. Das sind die Zivilisationskrankheiten und die könnten wir vermeiden. Wir leben also im Ungleichgewicht mit unseren evolutionären Bedürfnissen. Nun weiß auch Detlef Ganten, dass wir nicht wieder zurück in die Steinzeit können.
Ihm geht es um einen gesunden Lebensstil in unserer Wohlstandsgesellschaft. Massenstudien haben bewiesen, normalgewichtige Nichtraucher können ihr Risiko an Zivilisationskrankheiten zu leiden um enorme 78% senken. Die Voraussetzung: mindestens 3,5 Stunden körperliche Anstrengung pro Woche. Dazu viel Obst und Getreide, aber wenig Fleisch essen. Doch wer lebt schon so gesund? Und was hat das mit unseren Muskeln zu tun? Anschauungsunterricht zur Funktionsweise dieser leistungsstarken Kraftpakete bekommen Medizinstudenten im Sektionssaal der Charité. Die Konsistenz ist ja natürlich auch abhängig von der Leichenstarre. Ne? Dieser Patient ist jetzt schon vor mehreren Tagen verstorben, sodass sich die Leichenstarre schon gelöst hat. Wenn Sie hier drauf blicken, sehen Sie sehr schön hier den Faserverlauf dieses Muskels. Skelettmuskeln sind konstruiert wie mächtige Drahtkabel. In jedem Strang steckt ein weiterer Strang. Erst viele Muskelfasern zusammen ergeben den eigentlichen Muskel, der über Sehnen mit den Knochen verbunden ist. Senden die Nervenenden das Signal zur Kontraktion, greifen in den innersten Strängen, den sogenannten Sarkomeren, Gitterfäden ineinander und verhaken sich. Der Muskel zieht sich zusammen. Die Energie dazu kommt aus Nährstoffen im Blut und aus den Fettreserven des Körpers. Das ist die klassische Funktionsweise der Muskeln. Sie ist seit langem bekannt. Doch Muskeln können noch mehr. Wissenschaftler haben entdeckt, dass die Skelettmuskeln bei körperlicher Aktivität eine Vielzahl von Botenstoffen aussenden, die einen ungeahnten Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Jetzt ist man diesem Mechanismus auf der Spur. Wir wollen uns das Zentrum der Erforschung dieser geheimnisvollen Botenstoffe ansehen. Es liegt in Dänemark. In Kopenhagen wird möglicherweise gerade Medizingeschichte geschrieben. Denn hier hat die Medizinerin Bente Pedersen einen Teil der Sprache der rätselhaften Botenstoffe der Muskeln entschlüsselt. Bente Pedersen ist überzeugt, der Skelettmuskel ist nicht nur für unsere Bewegung zuständig. Für sie ist er das wichtigste Stoffwechselorgan des Menschen. Die Botenstoffe, die der Skelettmuskel aussendet, regulieren auch die Fettverbrennung im Körper. Bente Pedersen hat ihnen den Namen Myokine gegeben. Die ehemalige Notfallmedizinerin leitet heute das größte Zentrum Dänemarks für Entzündungs- und Stoffwechselkrankheiten. Am Anfang jeder Untersuchung liefert ein unbestechlicher Scanner genaue Angaben über die Verteilung von Knochen, Muskeln und Fettmasse. Sie sind nicht nur übergewichtig, sondern fettleibig. Dabei ist es nicht einmal das Problem, hier und dort ein paar Fettpölsterchen zu haben. Aber dieses Bauchfett hier steigert Ihr Risiko, am Herzen, an Diabetes, Krebs und sogar Depression und Demenz zu erkranken. Aber das sind doch völlig unterschiedliche Krankheitsbilder. Was haben die denn gemeinsam? Wenn man seine Muskeln nicht trainiert, dann produziert man auch nicht genügend Myokine. Beim Muskeltraining kommen Myokine aus dem Muskel und beeinflussen alle anderen Organe. Sie gehen zum Fett und verbrennen genau das Fett, das an den falschen Stellen sitzt. Sie beeinflussen die Gefäße und auch die Leber und halten sie gesund. Myokine beeinflussen sogar das Gehirn und schützen vor Demenz. Erst von rund einem Dutzend Myokine ist die Wirkungsweise bekannt. Sie sind Signalstoffe des Muskels und aktivieren die Fettverbrennung. So gibt es hormonähnliche Myokine. Sie regen die Leber zum Abbau der Glukosedepots an und helfen damit der Bauchspeicheldrüse. Auch die Neubildung von Blutgefäßen und Muskelzellen wird durch bestimmte Myokine gefördert. Und viele haben entzündungshemmende Eigenschaften, die Herz- und Kreislauferkrankungen vorbeugen. Fast 400 verschiedene Substanzen produziert der Muskel. Sie sind Teil eines komplizierten Mechanismus, der tief in die Stoffwechselprozesse des Körpers eingreift. Der Großteil
ist jedoch noch unerforscht. Wir wissen, Sport ist gesund. Wir wissen auch, dass der Mangel an Bewegung die zweithäufigste Todesursache in Europa ist und die Lebenserwartung im Schnitt um 5 Jahre verringert. Wir wissen aber wenig darüber, was genau im Körper passiert. Diese Wissenslücke wollen die dänischen Wissenschaftler nun schließen. Ständig suchen sie nach neuen Forschungsansätzen. So verordneten sie gesunden, jungen, sportlich aktiven Männern die ungesunden Lebensgewohnheiten des Durchschnittsdänen. Auf keinen Fall mehr als 1500 Schritte pro Tag gehen. Nach 14 Tagen werden die Schrittzähler und Beschleunigungsmesser, die Tag und Nacht jede Bewegung der Probanden kontrollierten, ausgewertet. Ein Belastungstest soll die Auswirkungen der geringen körperlichen Aktivität feststellen. Schließlich sind 1500 Schritte umgerechnet nur 1200 Meter. Gesunde Menschen sind normalerweise jeden Tag aktiv. Wir wollten aber sehen, was passiert, wenn junge, gesunde Menschen faul werden und sich wie chronisch Kranke bewegen. Wie etwa Menschen, die kurz vor einer Diabetes- oder Herzerkrankung stehen. Typischerweise wird die Bewegungsreduzierung ihre Befindlichkeit verändern. Sie werden ein bisschen depressiv. Wir suchen nach den Mechanismen, warum Inaktivität Krankheiten auslöst. Die Auswirkungen des zweiwöchigen Faulseins auf die jungen Männer sind frappierend. Unter Belastung sank ihre Ausdauerleistung schon nach 2 Wochen um über 7%. Und das Körpergewicht reduzierte sich um 1,2 Kilogramm. Was sich positiv anhören mag, ist allerdings in Wirklichkeit ein dramatischer Verlust an Muskelmasse. Tests mit Zucker- und fetthaltigen Lösungen zeigen, dass der Organismus der trägen Probanden Zucker und Fett wesentlich schlechter abbauen kann als zuvor. Die Blutfett- und Blutzuckerwerte sind deutlich gestiegen. Der Körper entwickelt eine Insulinresistenz. Das heißt, er benötigt wesentlich höhere Dosen Insulin, um den Blutzuckerspiegel normal zu halten. Mit anderen Worten, wir können jederzeit eine Vorstufe von Typ 2 Diabetes entwickeln. Durch nichts tun. Die Schnittbilder aus dem Körperscanner zeigen, dass der Fettgehalt in nur 2 Wochen um 7% gestiegen ist, vor allem im Bauchraum. Und dieses Fett ist besonders gefährlich, denn es steht im Verdacht, Auslöser vieler Krankheiten zu sein. Oh, hi Jakob, come in, I'll show you something here. Was wir hier sehen, ist ein wenig Fett im Bauchraum. Fett an der falschen Stelle. Sehr wenig. Nun, nach 14 Tagen der Inaktivität, sehen wir viel mehr Fett im Bauchraum. Kannst du das sehen? Wenig Fett, als du noch 10.000 Schritte pro Tag gelaufen bist. Und viel mehr nach nur 14 Tagen Inaktivität. Das ist für dich gefährlich. Es wird Zeit für dich, wieder zu trainieren, damit dieses Fett schnell verschwindet. Die gute Nachricht ist, wir können unsere körpereigene Gesundheitsfabrik jederzeit in Gang setzen. Treppen steigen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, spazieren gehen. Denn nicht auf sportliche Höchstleistungen und Muskelpakete kommt es an, sondern darauf, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Die Evolution ist eigentlich auf Optimierung angelegt. Warum bekommen wir dann heute überhaupt noch Krankheiten wie Diabetes? Die Antwort liegt wiederum in unserer evolutionären Vergangenheit. Unsere Muskeln verwerten nur Zucker aus dem Blut, wenn sie aktiv sind, wenn also Energie verbrannt wird. Nur dann sind sie empfänglich für das Hormon Insulin, das für die Verwertung von Zucker notwendig ist. Bei Inaktivität laufen wir im Energiesparmodus. Statt Zucker abzubauen, werden Fettreserven angelegt. Sinnvoll für Steinzeitmenschen, die nie wussten, wann die nächste Jagdbeute erlegt wird. Heute steht jedoch Nahrung im Überfluss zur Verfügung und wir bewegen uns kaum noch. Durch das Überangebot an Nährstoffen lagert der Körper Fett ein. Und weil durch unseren Bewegungsmangel der Blutzuckerspiegel ständig zu hoch liegt, überschwemmt die Bauchspeicheldrüse den Organismus Tag und Nacht mit Insulin. Unsere Körperzellen reagieren schließlich nicht mehr auf Insulin, sie werden resistent. Die allzu häufige Diagnose Typ 2 Diabetes. Das in Jahrmillionen sinnvoll austarierte System bricht bei unserer modernen Lebensweise binnen kürzester Zeit zusammen. Und auch Krebs gilt mittlerweile als Zivilisationskrankheit, die bei Naturvölkern viel seltener auftritt. Während in den reichen Industrienationen jede 10. Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkrankt,
ist Brustkrebs bei Naturvölkern fast unbekannt. Woran liegt das? Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Brustkrebsrisiko der Frau und dem Geschlechtshormon Östrogen. In Zeiten des Hungers oder starker körperlicher Anstrengung produziert eine Frau weniger Geschlechtshormone. Ihr Eisprung bleibt aus. Die Evolution sorgt damit für eine natürliche Geburtenkontrolle. In Notzeiten sollen weniger Kinder geboren werden. Mit ca. 150 Menstruationszyklen im Leben haben junge Frauen der Naturvölker ohnehin eine viel geringere Östrogenbelastung als Durchschnittsfrauen aus Industrieländern. Sie werden später geschlechtsreif als zum Beispiel deutsche Frauen, haben viele Kinder und stillen diese auch viel länger. Damit sinkt ihr Brustkrebsrisiko erheblich. Bei uns werden Mädchen immer früher geschlechtsreif und menstruieren bis zur Menopause etwa 450 Mal, dreimal so häufig wie bei Naturvölkern. Doch je öfter eine Frau menstruiert, desto häufiger und länger zirkuliert das Geschlechtshormon Östrogen in ihrem Blut. Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, steigt. Auch eine starke Muskelbeanspruchung kann den Hormonhaushalt durcheinanderbringen. Leistungssportlerinnen haben oft so wenig Fettreserven, dass ihr Körper auf die evolutionären Schutzmechanismen der Steinzeit zurückgreift. Denn sinkt das Verhältnis von Körperfett zu Muskelmasse unter einen kritischen Wert, bleibt auch bei ihnen die Regelblutung bisweilen aus. Doch die Evolution hat aus unseren Muskeln nicht umsonst das größte Stoffwechselorgan des Körpers gemacht. Schon regelmäßige Bewegung hat einen positiven Effekt auf den weiblichen Körper. Das Brustkrebsrisiko sinkt bei sportlichen Frauen um bis zu 30%. Das Erbe des Lebens auf dieser Welt steckt noch in unserem Erbgut, in unseren Genen. Und so fragen wir gewissermaßen die Evolution, was lernen wir daraus? Und daraus lernen wir viel. Daraus lernen wir zum Beispiel, dass wir entstanden sind als Läufer, dass ohne einen guten Bewegungsapparat, der aus Muskeln und Knochen besteht, wir überhaupt nicht lebensfähig wären. Und insofern steckt die Steinzeit uns in den Knochen. Unser Körper ist noch nicht an unsere moderne Lebensweise angepasst. Und Bewegung ist ein wahres Wundermittel gegen körperliche Erkrankungen. Doch selbst auf unser Gehirn scheinen die Botenstoffe der Muskeln Einfluss zu nehmen. Die Deutsche Sporthochschule in Köln. Hier erforschen Wissenschaftler die Auswirkungen körperlicher Aktivität auf das Gehirn und fokussieren damit die Sportmedizin neu. Forscher wie Helge Knigge beginnen die genauen Mechanismen allerdings gerade erst zu verstehen. Testpersonen wie Uwe Odenthal helfen ihm dabei. Odenthal gehört zu den klassischen Durchschnittstypen. Anfang 40, viel sitzende Tätigkeiten, leicht übergewichtig und völlig unsportlich. Sonst ist er gesund. Helge Knigge hat seiner Testperson ein ehrgeiziges Trainingsziel gesetzt. In 188 Tagen soll Uwe Odenthal fit für den Kölner Halbmarathon sein. Dreimal pro Woche muss er dafür schwitzen. Im Bereich Gesundheit galt das Gehirn lange Zeit als ein Gewebe, was durch körperliche Aktivität kaum beeinflusst worden ist. Man war sich aber eigentlich immer klar, dass diejenigen, die körperlich aktiv sind, andere Befindlichkeiten hatten, die sich wohler fühlten und dass es da möglicherweise eine Verbindung gibt. Und die Untersuchungen werden diesbezüglich immer eindeutiger, sodass wir uns gedacht haben, es wäre intelligent, mal nachzufragen, wie sich Training auswirkt auf kognitive Funktion und auf Wohlbefinden. Helge Knigge und seine Kollegen suchen nach einem geheimnisvollen Stoff im Blut und Gehirn ihrer Probanden, dem Brain-Derived Neurotrophic Factor, dem sogenannten BDNF. Sind unsere Muskeln aktiv, wird im Gehirn aber auch in den Muskeln BDNF gebildet. Die erst teilweise erforschte Substanz hat verschiedene Funktionen. Sie regt den Aufbau neuer Nervenzellen und Synapsenverbindungen im Gehirn an. Sie ist also ein regelrechter Dünger für das Gehirn. Ohne BDNF würde das Gehirn verkümmern. Menschen mit Depressionen und Alzheimer haben einen geringeren BDNF-Gehalt im Blut. Die Ärzte beginnen auf diese neuen Erkenntnisse zu reagieren. Rund ein Viertel der englischen Mediziner stellt depressiven Patienten bereits Sportrezepte aus. Und laut neuesten amerikanischen Forschungen senkt schon dreimal die Woche 15 Minuten Spazierengehen das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, um 30-40%. Können wir uns also tatsächlich schlau und glücklich trainieren?
Wir wollen also schauen, ob körperliche Aktivität im Sinne einer Hochregulation der Ausdauerleistungsfähigkeit positive Effekte auf Wohlbefinden und kognitive Funktion hat. Zum Beispiel Merkfähigkeit, zum Beispiel Originalität des Gedankens, möglicherweise auch strategisches Vermögen und derlei. Also eigentlich Kapazitäten, von denen wir bisher immer nur gedacht haben, man kann sie durch Gedächtnistraining zum Beispiel verbessern. Wir sind aber der Meinung, dass das rein körperliche Training mitunter diese Kapazitäten stark verbessern kann. Und das hätte natürlich große Auswirkungen auf therapeutische Wege zum Beispiel. Die Sportwissenschaftler aus Köln kooperieren mit Neurowissenschaftlern der Universität Bonn, um genau diesen Zusammenhang aufzuklären. Denn schon mehrere Studien haben bewiesen, dass regelmäßiger Ausdauersport zu besseren Lernleistungen führt. Henning Bökers Spezialgebiet ist der Blick ins lebende Gehirn. Er untersucht, ob es tief im Gehirn von Uwe Odenthal Veränderungen durch Sport gegeben hat. Hinterlässt der durch Sport vermehrte Ausstoß von BDNF seine Spuren? Kann ein Couch-Potato wie Uwe Odenthal nun die Merkfähigkeitstests besser bewältigen als vor der Studie? Weil er mittlerweile fit für einen Halbmarathon ist? Wir haben gezielt auch Lernen untersucht. Wir haben eine assoziative Lernaufgabe durchgeführt. Wir können dann mit der Bildgebung die Hirnaktivität in der Region, wo wir auch wissen, dass dieser Brain-Derived Neurotrophic Factor ausgeschüttet wird, nämlich im Hippocampus, untersuchen. Und wir hoffen jetzt, Unterschiede zwischen diesen beiden Zuständen, also als nicht sportlich aktiver versus sportlich aktiver Proband, darstellen zu können. Erste Ergebnisse zeigen, je trainierter die Probanden sind, desto besser schneiden sie bei den Tests ab. Noch sind die Studien nicht abgeschlossen. Doch schon heute sind die Vorteile von Ausdauersport offensichtlich. Wenn Sie längere Zeit Risikofaktoren haben wie Bluthochdruck, Diabetes und andere Risikofaktoren, die sind nicht nur schlecht für Ihr Herz und für Ihre Gefäße, die sind auch schlecht für Ihr Gehirn. Und die beeinflussen Ihre Gehirnfunktionen über die Zeit negativ. Wenn Sie jetzt anfangen, Sport zu treiben, dann verbessern Sie diese Risikofaktoren und haben einmal über diese Verbesserung der Risikofaktoren weniger Schädigung für Ihr Gehirn. Gleichzeitig produzieren Sie über diese neurotrophen Faktoren neues Hirnwachstum und eine vergrößerte Konnektivität in bestimmten Arealen, die sehr wichtig sind für kognitive Prozesse. Und dadurch profitieren Sie letztlich über zwei Wege. Wir haben die Größe nochmal angepasst. Ne? Immer mehr Wissenschaftler gelangen zu der Erkenntnis, wir wären schlau, gesund und glücklich, wenn wir uns nur genug bewegten. Doch die meisten Menschen machen eben genau das nicht. In Deutschland ist über die Hälfte der Bevölkerung übergewichtig. Und zwei Drittel verbringen ihre Freizeit am liebsten auf dem Sofa. Gibt es Möglichkeiten, die Natur auszutricksen? Müssen wir wirklich schwitzen, um die heilende Kraft unserer Muskeln zu aktivieren? Können wir das lästige Training nicht durch die Tricks der modernen Pharmakologie umgehen? Und uns mit Hilfe einer Pille unseren Wunschkörper designen? Amerikanische Wissenschaftler sind diesen Fragen auf der Spur. Wir besuchen den Herzspezialisten Kenneth Walsh an der Boston University School of Medicine. Er hat eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Walsh und sein Team haben Labormäusen einen Genschalter eingebaut, mit dem sie das Gen, das das Muskelwachstum der Tiere steuert, aktivieren können. Dann füttert Nahrung im Überfluss zur Verfügung und wir bewegen uns kaum noch. Durch das Überangebot an Nährstoffen lagert der Körper Fett ein und weil durch unseren Bewegungsmangel der Blutzuckerspiegel ständig zu hoch liegt, überschwemmt die Bauchspeicheldrüse den Organismus Tag und Nacht mit Insulin. Unsere Körperzellen reagieren schließlich nicht mehr auf Insulin, sie werden resistent. Die allzu häufige Diagnose Typ 2 Diabetes. Das in Jahrmillionen sinnvoll austarierte System bricht bei unserer modernen Lebensweise binnen kürzester Zeit zusammen. Und auch Krebs gilt mittlerweile als Zivilisationskrankheit, die bei Naturvölkern viel seltener auftritt. Während in den reichen Industrienationen jede zehnte Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkrankt, ist Brustkrebs bei Naturvölkern fast unbekannt. Woran liegt das? Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Brustkrebsrisiko der Frau und dem Geschlechtshormon Östrogen.
In Zeiten des Hungers oder starker körperlicher Anstrengung produziert eine Frau weniger Geschlechtshormone. Ihr Eisprung bleibt aus. Die Evolution sorgt damit für eine natürliche Geburtenkontrolle. In Notzeiten sollen weniger Kinder geboren werden. Mit ca. 150 Menstruationszyklen im Leben haben junge Frauen der Naturvölker ohnehin eine viel geringere Östrogenbelastung als Durchschnittsfrauen aus Industrieländern. Sie werden später geschlechtsreif als zum Beispiel deutsche Frauen, haben viele Kinder und stillen diese auch viel länger. Damit sinkt ihr Brustkrebsrisiko erheblich. Bei uns werden Mädchen immer früher geschlechtsreif und menstruieren bis zur Menopause etwa 450 Mal, dreimal so häufig wie bei Naturvölkern. Doch je öfter eine Frau menstruiert, desto häufiger und länger zirkuliert das Geschlechtshormon Östrogen in ihrem Blut. Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, steigt. Auch eine starke Muskelbeanspruchung kann den Hormonhaushalt durcheinanderbringen. Leistungssportlerinnen haben oft so wenig Fettreserven, dass ihr Körper auf die evolutionären Schutzmechanismen der Steinzeit zurückgreift. Denn sinkt das Verhältnis von Körperfett zu Muskelmasse unter einen kritischen Wert, bleibt auch bei ihnen die Regelblutung bisweilen aus. Doch die Evolution hat aus unseren Muskeln nicht umsonst das größte Stoffwechselorgan des Körpers gemacht. Schon regelmäßige Bewegung hat einen positiven Effekt auf den weiblichen Körper. Das Brustkrebsrisiko sinkt bei sportlichen Frauen um bis zu 30%. Das Erbe des Lebens auf dieser Welt steckt noch in unserem Erbgut, in unseren Genen. Und so fragen wir gewissermaßen die Evolution, was lernen wir daraus? Und daraus lernen wir viel. Daraus lernen wir zum Beispiel, dass wir entstanden sind als Läufer, dass ohne einen guten Bewegungsapparat, der aus Muskeln und Knochen besteht, wir überhaupt nicht lebensfähig wären. Und insofern steckt die Steinzeit uns in den Knochen. Unser Körper ist noch nicht an unsere moderne Lebensweise angepasst. Und Bewegung ist ein wahres Wundermittel gegen körperliche Erkrankungen. Doch selbst auf unser Gehirn scheinen die Botenstoffe der Muskeln Einfluss zu nehmen. Die Deutsche Sporthochschule in Köln. Hier erforschen Wissenschaftler die Auswirkungen körperlicher Aktivität auf das Gehirn und fokussieren damit die Sportmedizin neu. Forscher wie Helge Knigge beginnen die genauen Mechanismen allerdings gerade erst zu verstehen. Testpersonen wie Uwe Odenthal helfen ihm dabei. Odenthal gehört zu den klassischen Durchschnittstypen. Anfang 40, viel sitzende Tätigkeiten, leicht übergewichtig und völlig unsportlich. Sonst ist er gesund. Helge Knigge hat seiner Testperson ein ehrgeiziges Trainingsziel gesetzt. In 188 Tagen soll Uwe Odenthal fit für den Kölner Halbmarathon sein. Dreimal pro Woche muss er dafür schwitzen. Im Bereich Gesundheit galt das Gehirn lange Zeit als ein Gewebe, was durch körperliche Aktivität kaum beeinflusst worden ist. Man war sich aber eigentlich immer klar, dass diejenigen, die körperlich aktiv sind, andere Befindlichkeiten hatten, die sich wohler fühlten und dass es da möglicherweise eine Verbindung gibt. Und die Untersuchungen werden diesbezüglich immer eindeutiger, sodass wir uns gedacht haben, es wäre intelligent, mal nachzufragen, wie sich Training auswirkt auf kognitive Funktionen und auf Wohlbefinden. Helge Knigge und seine Kollegen suchen nach einem geheimnisvollen Stoff im Blut und Gehirn ihrer Probanden, dem Brain-Derived Neurotrophic Factor, dem sogenannten BDNF. Sind unsere Muskeln aktiv, wird im Gehirn aber auch in den Muskeln BDNF gebildet. Die erst teilweise erforschte Substanz hat verschiedene Funktionen. Sie regt den Aufbau neuer Nervenzellen und Synapsenverbindungen im Gehirn an. Sie ist also ein regelrechter Dünger für das Gehirn. Ohne BDNF würde das Gehirn verkümmern. Menschen mit Depressionen und Alzheimer haben einen geringeren BDNF-Gehalt im Blut. Die Ärzte beginnen auf diese neuen Erkenntnisse zu reagieren. Rund ein Viertel der englischen Mediziner stellt depressiven Patienten bereits Sportrezepte aus. Und laut neuesten amerikanischen Forschungen senkt schon dreimal die Woche 15 Minuten Spazierengehen das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, um 30-40%. Können wir uns also tatsächlich schlau und glücklich trainieren? Wir wollen also schauen, ob körperliche Aktivität im Sinne einer Hochregulation der Ausdauerleistungsfähigkeit positive Effekte
auf Wohlbefinden und kognitive Funktion hat. Zum Beispiel Merkfähigkeit, zum Beispiel Originalität des Gedankens, möglicherweise auch strategisches Vermögen und derlei. Also eigentlich Kapazitäten, von denen wir bisher immer nur gedacht haben, man kann sie durch Gedächtnistraining zum Beispiel verbessern. Wir sind aber der Meinung, dass das rein körperliche Training mitunter diese Kapazitäten stark verbessern kann. Und das hätte natürlich große Auswirkungen auf therapeutische Wege zum Beispiel. Die Sportwissenschaftler aus Köln kooperieren mit Neurowissenschaftlern der Universität Bonn, um genau diesen Zusammenhang aufzuklären. Denn schon mehrere Studien haben bewiesen, dass regelmäßiger Ausdauersport zu besseren Lernleistungen führt. Henning Bökers Spezialgebiet ist der Blick ins lebende Gehirn. Er untersucht, ob es tief im Gehirn von Uwe Odenthal Veränderungen durch Sport gegeben hat. Hinterlässt der durch Sport vermehrte Ausstoß von BDNF seine Spuren? Kann ein Couch-Potato wie Uwe Odenthal nun die Merkfähigkeitstests besser bewältigen als vor der Studie, weil er mittlerweile fit für einen Halbmarathon ist? Wir haben gezielt auch Lernen untersucht. Wir haben eine assoziative Lernaufgabe durchgeführt. Wir können dann mit der Bildgebung die Hirnaktivität in der Region, wo wir auch wissen, dass dieser Brain-derived neurotrophic factor ausgeschüttet wird, nämlich im Hippocampus, untersuchen. Und wir hoffen jetzt, Unterschiede zwischen diesen beiden Zuständen, also als nicht sportlich aktiver versus sportlich aktiver Proband, darstellen zu können. Erste Ergebnisse zeigen, je trainierter die Probanden sind, desto besser schneiden sie bei den Tests ab. Noch sind die Studien nicht abgeschlossen. Doch schon heute sind die Vorteile von Ausdauersport offensichtlich. Wenn Sie längere Zeit Risikofaktoren haben, wie Bluthochdruck, die Lebenserwartung im Schnitt um 5 Jahre verringert. Wir wissen aber wenig darüber, was genau im Körper passiert. Diese Wissenslücke wollen die dänischen Wissenschaftler nun schließen. Ständig suchen sie nach neuen Forschungsansätzen. So verordneten sie gesunden, jungen, sportlich aktiven Männern die ungesunden Lebensgewohnheiten des Durchschnittsdänen. Auf keinen Fall mehr als 1500 Schritte pro Tag gehen. Nach 14 Tagen werden die Schrittzähler und Beschleunigungsmesser, die Tag und Nacht jede Bewegung der Probanden kontrollierten, ausgewertet. Ein Belastungstest soll die Auswirkungen der geringen körperlichen Aktivität feststellen. Schließlich sind 1500 Schritte umgerechnet nur 1200 Meter. Gesunde Menschen sind normalerweise jeden Tag aktiv. Wir wollten aber sehen, was passiert, wenn junge, gesunde Menschen faul werden und sich wie chronisch Kranke bewegen. Wie etwa Menschen, die kurz vor einer Diabetes- oder Herzerkrankung stehen. Typischerweise wird die Bewegungsreduzierung ihre Befindlichkeit verändern. Sie werden ein bisschen depressiv. Wir suchen nach den Mechanismen, warum Inaktivität Krankheiten auslöst. Die Auswirkungen des zweiwöchigen Faulseins auf die jungen Männer sind frappierend. Unter Belastung sank ihre Ausdauerleistung schon nach 2 Wochen um über 7%. Und das Körpergewicht reduzierte sich um 1,2 Kilogramm. Was sich positiv anhören mag, ist allerdings in Wirklichkeit ein dramatischer Verlust an Muskelmasse. Tests mit Zucker- und fetthaltigen Lösungen zeigen, dass der Organismus der trägen Probanden Zucker und Fett wesentlich schlechter abbauen kann als zuvor. Die Blutfett- und Blutzuckerwerte sind deutlich gestiegen. Der Körper entwickelt eine Insulinresistenz, das heißt, er benötigt wesentlich höhere Dosen Insulin, um den Blutzuckerspiegel normal zu halten. Mit anderen Worten, wir können jederzeit eine Vorstufe von Typ 2 Diabetes entwickeln. Durch Nichtstun. Die Schnittbilder aus dem Körperscanner zeigen, dass der Fettgehalt in nur 2 Wochen um 7% gestiegen ist, vor allem im Bauchraum. Und dieses Fett ist besonders gefährlich, denn es steht im Verdacht, Auslöser vieler Krankheiten zu sein. Oh, hi Jakob, komm in, I'll show you something here. Was wir hier sehen, ist ein wenig Fett im Bauchraum. Fett an der falschen Stelle. Sehr wenig. Nun, nach 14 Tagen der Inaktivität, sehen wir viel mehr Fett im Bauchraum. Kannst du das sehen? Wenig Fett, als du noch 10.000 Schritte pro Tag gelaufen bist. Und viel mehr nach nur 14 Tagen Inaktivität.
Das ist für dich gefährlich. Es wird Zeit für dich, wieder zu trainieren, damit dieses Fett schnell verschwindet. Die gute Nachricht ist, wir können unsere körpereigene Gesundheitsfabrik jederzeit in Gang setzen. Treppen steigen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, spazieren gehen. Denn nicht auf sportliche Höchstleistungen und Muskelpakete kommt es an, sondern darauf, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Die Evolution ist eigentlich auf Optimierung angelegt. Warum bekommen wir dann heute überhaupt noch Krankheiten wie Diabetes? Die Antwort liegt wiederum in unserer evolutionären Vergangenheit. Unsere Muskeln verwerten nur Zucker aus dem Blut, wenn sie aktiv sind, wenn also Energie verbrannt wird. Nur dann sind sie empfänglich für das Hormon Insulin, das für die Verwertung von Zucker notwendig ist. Bei Inaktivität laufen wir im Energiesparmodus. Statt Zucker abzubauen, werden Fettreserven angelegt. Sinnvoll für Steinzeitmenschen, die nie wussten, wann die nächste Jagdbeute erlegt wird. Heute steht jedoch nahe. Auch wenn wir heute unendlich mobil sind und fast jederzeit mit fast jedem Menschen auf diesem Planeten in Kontakt treten können, der Mensch der Steinzeit steht uns näher, als wir glauben. Denn eines hat sich seit 10.000 Jahren nicht im geringsten verändert. Unser Stoffwechsel und unsere Muskeln. Sie sind immer noch für körperliche Hochleistung ausgelegt und nicht dafür gemacht, den ganzen Tag fast ohne Bewegung zuzubringen. Die Folgen? Bluthochdruck, Depressionen oder Diabetes, Fettsucht oder Krebs. Viele dieser Volksleiden entstehen vor allem deshalb, weil wir uns nicht genug bewegen. Welche Rolle spielen unsere Muskeln für unsere Gesundheit? Wie wirkt sich körperliche Anstrengung auf unsere Organe aus? Erste Antworten auf diese Fragen suchen wir im Medizinhistorischen Museum der Universitätsklinik der Berliner Charité. Detlef Ganten geht gerne in diese Sammlung voller merkwürdiger Exponate. Also, das ist jetzt die Fettleber. Der Arzt, Pharmakologe und ehemalige Chef der Charité hat Generationen von Medizinstudenten durch diese Hallen geführt. Das ist gewissermaßen das Bösartigste in der Vitrine, ein richtig ulzerierendes Mammakarzinom. Sein Interesse gilt der evolutionären Medizin. Detlef Ganten will wissen, wieso viele Krankheiten nur in unseren sogenannten entwickelten Gesellschaften auftauchen. Die Naturvölker mussten ihre Nahrung erjagen, erlaufen, erarbeiten. Die waren beständig in Bewegung, von morgens bis abends. Und wir haben uns seit der Steinzeit in unserer Biologie nicht verändert. Die Art, wie wir leben heute in der Zivilisation, diese Kluft, die bewirkt, dass wir die sogenannten Zivilisationskrankheiten haben. Wir bewegen uns nicht mehr, wir verbrauchen keine Energie mehr, jedenfalls viel zu wenig. Wir sind übergewichtig, bekommen Diabetes, bekommen hohen Blutdruck, Hirnschlag, Nierenversagen, Herzversagen, Herzinfarkt. Das sind die Zivilisationskrankheiten und die können wir vermeiden. Wir leben also im Ungleichgewicht mit unseren evolutionären Bedürfnissen. Nun weiß auch Detlef Ganten, dass wir nicht wieder zurück in die Steinzeit können. Ihm geht es um einen gesunden Lebensstil in unserer Wohlstandsgesellschaft. Massenstudien haben bewiesen, normalgewichtige Nichtraucher können ihr Risiko an Zivilisationskrankheiten zu leiden um enorme 78% senken. Die Voraussetzung: mindestens 3,5 Stunden körperliche Anstrengung pro Woche. Dazu viel Obst und Getreide, aber wenig Fleisch essen. Doch wer lebt schon so gesund? Und was hat das mit unseren Muskeln zu tun? Anschauungsunterricht zur Funktionsweise dieser leistungsstarken Kraftpakete bekommen Medizinstudenten im Sektionssaal der Charité. Die Konsistenz ist hier natürlich auch abhängig von der Leichenstarre. Ne? Unser Patient ist jetzt schon vor mehreren Tagen verstorben, sodass sich die Leichenstarre schon gelöst hat. Wenn Sie hier drauf blicken, sehen Sie sehr schön hier den Faserverlauf dieses Muskels.
Skelettmuskeln sind konstruiert wie mächtige Drahtkabel. In jedem Strang steckt ein weiterer Strang. Erst viele Muskelfasern zusammen ergeben den eigentlichen Muskel, der über Sehnen mit den Knochen verbunden ist. Senden die Nervenenden das Signal zur Kontraktion, greifen in den innersten Strängen, den sogenannten Sarkomeren, Gitterfäden ineinander und verhaken sich. Der Muskel zieht sich zusammen. Die Energie dazu kommt aus Nährstoffen im Blut und aus den Fettreserven des Körpers. Das ist die klassische Funktionsweise der Muskeln. Sie ist seit langem bekannt. Doch Muskeln können noch mehr. Wissenschaftler haben entdeckt, dass die Skelettmuskeln bei körperlicher Aktivität eine Vielzahl von Botenstoffen aussenden, die einen ungeahnten Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Jetzt ist man diesem Mechanismus auf der Spur. Wir wollen uns das Zentrum der Erforschung dieser geheimnisvollen Botenstoffe ansehen. Es liegt in Dänemark. In Kopenhagen wird möglicherweise gerade Medizingeschichte geschrieben. Denn hier hat die Medizinerin Bente Pedersen einen Teil der Sprache der rätselhaften Botenstoffe der Muskeln entschlüsselt. Bente Pedersen ist überzeugt, der Skelettmuskel ist nicht nur für unsere Bewegung zuständig. Für sie ist er das wichtigste Stoffwechselorgan des Menschen. Die Botenstoffe, die der Skelettmuskel aussendet, regulieren auch die Fettverbrennung im Körper. Bente Pedersen hat ihnen den Namen Myokine gegeben. Die ehemalige Notfallmedizinerin leitet heute das größte Zentrum Dänemarks für Entzündungs- und Stoffwechselkrankheiten. Am Anfang jeder Untersuchung liefert ein unbestechlicher Scanner genaue Angaben über die Verteilung von Knochen, Muskeln und Fettmasse. Sie sind nicht nur übergewichtig, sondern fettleibig. Dabei ist es nicht einmal das Problem, hier und dort ein paar Fettpölsterchen zu haben. Aber dieses Bauchfett hier steigert Ihr Risiko, am Herzen, an Diabetes, Krebs und sogar Depressionen und Demenz zu erkranken. Aber das sind doch völlig unterschiedliche Krankheitsbilder. Was haben die denn gemeinsam? Wenn man seine Muskeln nicht trainiert, dann produziert man auch nicht genügend Myokine. Beim Muskeltraining kommen Myokine aus dem Muskel und beeinflussen alle anderen Organe. Sie gehen zum Fett und verbrennen genau das Fett, das an den falschen Stellen sitzt. Sie beeinflussen die Gefäße und auch die Leber und halten sie gesund. Myokine beeinflussen sogar das Gehirn und schützen vor Demenz. Erst von rund einem Dutzend Myokine ist die Wirkungsweise bekannt. Sie sind Signalstoffe des Muskels und aktivieren die Fettverbrennung. So gibt es hormonähnliche Myokine. Sie regen die Leber zum Abbau der Glukosedepots an und helfen damit der Bauchspeicheldrüse. Auch die Neubildung von Blutgefäßen und Muskelzellen wird durch bestimmte Myokine gefördert. Und viele haben entzündungshemmende Eigenschaften, die Herz- und Kreislauferkrankungen vorbeugen. Fast 400 verschiedene Substanzen produziert der Muskel. Sie sind Teil eines komplizierten Mechanismus, der tief in die Stoffwechselprozesse des Körpers eingreift. Der Großteil ist jedoch noch unerforscht. Wir wissen, Sport ist gesund. Wir wissen auch, dass der Mangel an Bewegung die zweithäufigste Todesursache in Europa ist und